Ich bin die Saskia, einige von euch kennen mich schon, gerade hier die Kids aus der Glashütte. Ich werde heute mit euch ein bisschen was über Ernährung sprechen und wie wir durch unser Essen unsere Zukunft beeinflussen können. Ich wollte mich aber kurz erst einmal vorstellen, denn neben der Arbeit, die ich hier auch in Ports mache, schon an Schulen war und auch in essbaren Garten hier in der Glashütte, bin ich eigentlich Wissenschaftlerin. Ja, und für die jungen Menschen unter uns, ich habe früher Experimente an Menschen gemacht. Na, oha, ja. Na, dann habe ich mir gedacht, also ich habe mir angeguckt, zum Beispiel hier mit McDonald's essen oder auch für ältere Menschen, die so ganz viel typisch deutsches Essen gegessen haben, Brötchen mit Butter und Wurst und Käse. Da habe ich mir angeguckt, wie unsere Ernährung das Immunsystem beeinflusst. Das heißt, ob unsere Ernährung gut für den Körper ist oder nicht. Und glaubt ihr, dass so typisch deutsches Essen mit Wurst und Käse und Croissant, dass das gut ist für den Körper, wenn man davon jeden Tag was isst? Mal die Hände hoch, wer glaubt, das ist gut? Dann mal die Hände hoch, wer glaubt, das ist nicht so gut? Ja, ja, das habe ich auch festgestellt. Na, dafür muss man gar nicht ins Labor gehen, das weiß man eigentlich auch so. So, und deswegen mache ich auch, was ich hier mache, denn ich habe gedacht, so viel Arbeit im Labor und so viel Geld ausgeben für Experimente macht doch überhaupt keinen Sinn. Spreche ich lieber mit Kindern und Jugendlichen darüber, wie man es besser machen kann. Na? So. So, ihr kennt das, ne? Das sind ganz viele Lebensmittel, die meisten von uns schon mal gesehen haben, gegessen haben. Ich meine mal hier, Durstlöscher, so eine Sache, ne? Mit ganz viel Zucker, der Burger, mit ganz viel Fleisch, vielleicht ja, so eine Currywurst. Je nachdem, was man isst, manche essen ja auch kein Schweinefleisch, aber dann essen sie vielleicht Hähnchen oder Rindfleisch. Na, also irgendwie isst man meistens doch irgendwie Fleisch. Und man weiß, was passiert mit dem Körper, wenn ich zu viel esse? Was passiert? Ich glaube, da wird man dick. Er hat gesagt, er glaubt, da wird man dick. Na, dick darf ich immer nicht sagen. Weil als Wissenschaftlerin muss ich sagen, man bekommt Übergewicht. Na, genau. So, und wenn man dann irgendwann noch mehr isst, dann kriegt man vielleicht Diabetes. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, Diabetes, das heißt auch übersetzt, weil das ist ein Fachwort, das heißt Blutzucker, zu hoher Blutzucker. Da ist einfach ganz viel Zucker durch das Essen im Blut und dann geht es dem Körper nicht gut. Und wenn man damit weitermacht, dann kriegt man irgendwann Bluthochdruck. Auch schon mal gehört? Ja. Ja, manche von euch? Es wäre jetzt sehr kompliziert, das zu erklären, aber wenn man übergewichtig ist und Blutzucker hat, dann bekommt man automatisch auch Bluthochdruck. Das kommt irgendwann. Kennen die einen oder die anderen vielleicht von den Großeltern, ne, wenn die so Tabletten nehmen müssen. Auf jeden Fall ist das nicht gut für den Körper. Und was passiert dann vielleicht, wenn man jetzt ganz, ganz lange ganz ungesund isst? Was kann dann vielleicht passieren? Dann kommt man vielleicht irgendwann ins Krankenhaus? Und was sind so Erkrankungen, die man dann vielleicht hat? Vielleicht was? Ja, die Dame da? Ein Herzinfarkt, habt ihr das schon mal gehört? Ja, wenn das Herz stehen bleibt, weil man einfach so ungesund gegessen hat, dann gibt es noch eine zweite Erkrankung, haben meistens auch ältere Menschen, hier oben, ja? Krebs? Ja, Krebs kann man eventuell auch durch schlechte Ernährung bekommen, ich meine aber was anderes. Schlaganfall. Na, nur damit ihr wisst, so ein Schlaganfall ist quasi der Herzinfarkt am Kopf. Der Grund ist derselbe, das eine passiert beim Herzen, das andere im Kopf. Na, und deswegen nennt man das Ganze Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und ja, wenn man darauf achtet, was man isst, wenn man seine Sachen schlau wählt, wenn man nicht so viel verarbeitete Lebensmittel in Plastik mit Fett und Zucker isst, dann kann man auch ganz gut und gesund leben. So. Es ist aber auch immer wichtig, sich ein bisschen damit auszukennen, was man überhaupt alles essen sollte und was in dem Essen so drin ist. Na, es gibt ja viele gute Sachen, die im Essen drin sind. Und wer hat das von euch schon mal gehört? Kind isst das, damit du groß und stark wirst. Wer kennt das? Die meisten, ne? Meine Mutter hat es auch immer gesagt, meine Großeltern, das sind eben so Sachen wie Kohlenhydrate, Kartoffeln, Nudeln, Reis, solche Sachen. Und dann gibt es noch einen anderen Satz, Kind isst das, da sind viele Vitamine drin, schon mal gehört? Ja, auch einige, ne? Die Vitamine, die sind dafür da, dass der Körper gut funktioniert, dass zum Beispiel das Herz mit der Leber sprechen kann, dass der Magen sagt, hey, ich habe jetzt Hunger, so ein bisschen wie bei so einer Uhr. Na, dass alles miteinander funktioniert. Die geben uns keine Energie, aber die sind eben dafür da, dass alles funktioniert, dass die Haare schön wachsen, dass wir Muskeln bekommen, dass die Augen gut sehen können, wie zum Beispiel, wenn man Karotten isst. So, jetzt ist es aber nicht so, dass alle Menschen sich gleich ernähren. Ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt, wer von euch isst denn kein Schweinefleisch? Meldet euch mal. Einige, ne? So,
Wenn ihr kein Schweinefleisch esst, wie nennt man das denn? Das ist auch eine Bezeichnung, oder? Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Ist das dann Halal? Ja. Ja, nein? Was ist Halal? Erklärt mir das mal kurz. Mansur. Also es gibt so auch so, zum Beispiel bei muslimischen Leuten sowas, die essen nicht Schwein und sowas. Genau, ne? Die muslimischen, viele Muslime essen eben kein Schwein, essen aber eben anderes Fleisch, wie zum Beispiel Hähnchen. Ne? Und alle Menschen, die eigentlich alles essen, manche Menschen trinken vielleicht keine Milch, weil sie allergisch sind gegen Milch, aber wenn man alles isst, dann ist man ein Mischköster, so nennt man das. Dann gibt es aber auch Menschen, die essen kein Fleisch. Wie nennt man die denn? Weiß das jemand? Vegetarier. Ne? So, Vegetarier essen alles außer Fleisch. Und dann gibt es so ganz krasse Hardcore-Esser, die essen dann noch weniger, so wie ich. Wie nennt man die? Vegan. Vegan. Das sind die, die essen nur Pflanzen. Obst, Gemüse, Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, das sind Erbsen, Bohnen, Linsen. Ne? Also wir essen nicht nur Obst und Gemüse, wir essen ganz viel, aber eben kein Fleisch, Milch, Käse, Eier und Fisch. Ganz wichtig. Wenn sich irgendjemand von euch dafür interessiert, mal auch vegan sich zu ernähren, dann macht das nicht alleine. Ne? Weil man muss wissen, ich habe ja gerade eben diese Baustoffe gezeigt und die Regelstoffe, damit der Körper funktioniert. Und wenn ich die Sachen alle weglasse hier unten, dann muss ich wissen, wogegen ich die ersetze. Einfach weglassen geht nicht. Deswegen sprecht da mit euren Eltern, mit euren Lehrern, Lehrerinnen, euren Erziehern, wem auch immer. So, das bin übrigens ich. Als ich ungefähr in eurem Alter war, dann noch ein bisschen jünger, denn ich habe ganz, ganz, ganz gerne Fleisch gegessen. So gerne, dass ich im Olympiastadion, habt ihr schon mal vom Olympiastadion gehört in Berlin? Ich komme aus Berlin, das ist ein riesen Stadion, ein Fußballstadion. Und da mussten wir mal so Schilder malen, was wir uns wünschen für die Welt. Und ich kam aus so einem Hochhausblock in Berlin und wir hatten kein Geld. Meine Mama war eine alleinerziehende Erzieherin und am allerliebsten habe ich damals Bratwurst gegessen. Aber die war teuer. Meine Mama hat gesagt, wenn die eine Mark kostet, dann kaufe ich sie dir immer. Damals gab es noch Mark. Bitte? Bratwurst oder Bockwurst? Ja, stimmt, da steht Bockwurst. Hast du recht. Ich mich versprochen. Sehr gut. Also, wir sollten ein Riesensportfest durch die Gegend da einlaufen, vor 20.000 Menschen und uns sagen, was wir uns für die Welt wünschen. Und was ich mir gewünscht habe, war Massentierhaltung. Ja, wenn Bratwurst oder Bockwurst eine Mark kostet, dann können wir das nicht machen mit einem glücklichen Schwein auf einer glücklichen Wiese. Dann läuft das über Massentierhaltung. Habt ihr schon mal von Massentierhaltung gehört? Ja. Ja, die Dame dort? Was ist das Massentierhaltung? Wenn die Tiere auf einem sehr engen Platz mit sehr schlechten Bedingungen gehalten werden. Genau, sie sagt, dass Tiere auf einem sehr engen Platz unter sehr schlechten Bedingungen gehalten werden. Ja, bitte? Oder bei einer Massentierhaltung handelt es sich auch öfters um einen sehr großen Stall, wo Tiere sich in Ruhe fortpflanzen können. Können die sich da in Ruhe fortpflanzen, wenn da ganz, ganz viele drin sind? Ist es dann sehr privat? Hat man da seine Ruhe, um zu kuscheln und so? Nein. Nein, ne? Aber also macht große Stelle und genau. Genau, ich habe morgen so einen Infostand, da könnt ihr euch das doch mal angucken. Da habe ich ein paar Bilder. Also Massentierhaltung ist nicht schön. Das ist ungefähr so, wie wenn 50 Menschen in einer Einzimmerwohnung wohnen. Na, schön ist das nicht. Aber ich wusste es nicht besser und ich habe so gern Fleisch gegessen, dass ich an Karneval mal als Mettbrötchen gegangen bin. Das ist 3 Jahre her. Na, seit 2,5 Jahren bin ich vegan. Also ich bin nicht so geboren. Ich habe es nie anders kennengelernt. Ich wollte Massentierhaltung. Eigentlich wollte ich, dass alle Kinder gleich die Wurst bekommen. Ne? Das fand ich irgendwie fair. Ich habe nicht an die Tiere gedacht, aber ich wusste das nicht. So. Und deswegen wollte ich euch jetzt mal erklären, warum ich dann vegan geworden bin. Ne? Weil, ihr seht ja, ich habe gerne Fleisch gegessen und richtig, richtig viel. Und bin dafür sogar demonstrieren gegangen. Wahnsinn. So, jetzt gehe ich für Klimaschutz. Für Klimaschutz demonstrieren, trage auch manchmal das Mettbrötchen-Kostüm, aber immer um zu zeigen, wie es nicht laufen soll. So, und zwar, wenn wir von Ernährung sprechen, von nachhaltiger Ernährung, weiß irgendjemand, was Nachhaltigkeit bedeutet? Ja? Nachhaltig bedeutet, wenn man nicht so viel
isst und es dann direkt wegwerfen muss, wenn man was zu viel gemacht hat. Genau, er sagt, dass man nicht zu viel isst oder nicht vielleicht Lebensmittel wegschmeißt. Das ist eine gute Antwort. Allgemein ist es so, nachhaltig bedeutet, dass jetzt die Menschen, die heute leben, nur so viele Sachen nutzen, wie zum Beispiel Erdöl oder Sachen aus dem Boden oder Lebensmittel oder Pflanzen oder Tiere, wenn sie meinen, sie müssen die essen, nur so viel, dass alle Menschen, die später leben, die nach uns kommen, auch noch gut hier leben können. Momentan nutzen wir nämlich viel zu viel und lassen den anderen, die später kommen, vielleicht gar nichts mehr übrig. Deswegen sitzen wir hier heute zusammen. Und eine nachhaltige Ernährung heißt, ich gucke, was mit meinem eigenen Körper ist, ich gucke aber auch, was mit den anderen Menschen ist. Esse ich so viel, dass andere Menschen vielleicht auch genügend haben? Da reden ja immer von Welthunger. Was ist mit den Tieren? Geht es denen gut? Und was ist mit dem Planeten? Und nur wenn wir all diese vier Sachen schützen, dann sprechen wir von nachhaltigem Essen. Wenn es allen gut geht. So, und als ich angefangen habe, über nachhaltiges Essen nachzudenken, da habe ich doch ganz viel Fleisch gegessen, aber habe erst mal angefangen mit dem Plastik. Hat, glaube ich, jeder, wer schon mal gehört, dass wir so viel Plastik produzieren? Wer sieht hier überall Plastik rumliegen in Ports und meint, es ist viel zu viel? Ich auch. Ja? Und um euch das mal vorzustellen, hier sind 10 LKWs und da steht mal 140. Was ist 10 mal 140? 1400. 1400 LKWs voll Plastik werfen wir Menschen jeden Tag ins Meer. Wow, ne? 1400 LKWs. Jeden Tag. Dann habe ich gesagt, okay, das geht nicht. Wenn ich mit Kindern darüber sprechen möchte, muss ich aufhören, Plastik zu benutzen. Habe Plastik komplett aus meinem Einkaufskorb gestrichen. Fand ich ganz schlimm. Denn das passiert mit den Tieren. Das war zum Beispiel so eine Schildkröte, die ist als Baby in so einem Plastikring geschwommen, hat gedacht, das wären Algen. Und dann ist die gewachsen. In Form von einer Acht, weil die keinen Platz mehr hatte. Glaubt ihr, der geht's gut? Nee. Glaubt ihr, die hat überlebt? Bestimmt nicht. So, aber, oh, Entschuldigung. Es ist nicht nur das Plastik im Meer. Ich habe gerade von Fleisch gesprochen, aber wer von euch mag gern Fischstäbchen oder Dosenthunfisch? Ja, manche von euch, ne? Viele essen keinen Fisch, aber sagen Fischstäbchen, Dosenthunfisch geht. Das Problem ist, wenn wir Fischstäbchen oder Dosenthunfisch essen, dann kommt da jetzt nicht ein Angler und setzt sich dahin und angelt ein Dosenthunfisch nach dem nächsten aus dem Meer. Ne, wenn ihr zur Aldi geht, wie viele Thunfischdosen da auch immer rumstehen, das muss ganz anders gemacht werden. Und da kommen riesige Schiffe, und ihr könnt sehen, hier ist ein Fußballfeld abgebildet. Die Schiffe, die ziehen riesige Netze durchs Meer und diese Netze, die sind so groß wie 5 Fußballfelder nebeneinander. Du wolltest was fragen? Die sind so groß wie 5 Fußballfelder, so breit sind die und die sind so lang wie 2 Straßenbahnhaltestellen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Das ist krass, ne? Das sind riesige Netze. Und diese Netze werden dann so komplett durchs Meer gezogen. Wenn die da durchgezogen werden, dann nehmen die alles mit, was das schwimmt. Da bleibt nichts übrig. Das ist aber das Problem. Ja. Wie heißen diese Netze? Die heißen Schleppnetze. Ja. Mal gucken. Da. Die heißen Schleppnetze, weil die hinter so Schleppern, so heißen die Boote, hergezogen werden. Ja? Jetzt ist es aber leider nicht so, dass alle Fische, die da im Netz landen, Dosenthunfisch sind. Na, da sind viele andere Fische. Haie, Delfine, Meeresschildkröten, ganz, ganz, ganz viele. Weil das Netz so schwer und so groß ist, werden die Tiere alle schon in dem Netz zerdrückt. Die haben überhaupt keinen Platz. Die sterben noch, bevor die überhaupt auf das Schiff kommen. Und dann stellen die Fischer fest, ist gar nicht alles Dosenthunfisch. Na, 9 von 10 Fischen, die da gefangen werden, die wollten gar nicht gefangen oder sollten gar nicht gefangen werden. Und was machen die damit? Hat jemand eine Idee? Die schmeißen die wieder ins Meer. Die schmeißen die wieder ins Meer zurück. So, und wenn wir alles leer gefischt haben und dann alles wieder da reinschmeißen, glaubt ihr, da gibt es noch Leben? Nein. Dann kommen eine Haie, weil das wird ja auch gut, sag ich mal. Und da ist der, ich sag jetzt mal, chemisch auch
Ich helfe dir mal. Also er hat gerade gesagt, dann kommen andere Fische, die Haie, die vielleicht diese Leichenteile essen wollen. Na, aber die Haie können vielleicht auch nicht lang genug leben, weil ja alle anderen Tiere auch weg sind. Na, zum Beispiel, die wollen ja auch keine toten Tiere essen. Die riechen ja eigentlich, ob ein Tier lebt oder nicht. Na, und tote Tiere wollen die gar nicht. Es gibt Tiere, die verheddern sich sogar noch in diesem Seil von den Netzen, na, weil das ja riesen Netze sind. Und 50% von dem Müll im Meer sind Netze. Die schwimmen da einfach rum. Und wenn so ein Netz zwei Straßenbahnhaltestellen lang ist und so schwer, dann schleift das auf den Boden. Und das nimmt alles mit, was auf dem Boden ist. Das heißt, wir machen so einen riesigen Krater in den Boden. Und was ist, wenn da Taucher sind? Werden die dann auch mitgenommen? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe nicht. Ich denke mal, die Boote achten schon darauf, dass da Menschen sind, ob da Menschen sind. Aber eigentlich ist es schade, dass der Hai weniger wert ist als der Mensch. Also meine persönliche Meinung, ne? Muss man wissen, aber alle Lebewesen sind gleich viel wert. Ich hoffe, die Leute, die irgendwann mal aufhören zu fischen, werden auch Veganer. Ja, das hoffe ich auch. Die Leute, die weiter fischen, fangen sogar Krabben und werden von denen also gepackt und krabben lassen, wie es heißt. Ja, erst am Sonnenuntergang erst wieder los. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Super. Auch eine neue Information für mich. Vielen Dank. So, also, Fischstäbchen essen und Fisch zu essen ist gar nicht so cool. So, jetzt habe ich ja gerade von diesem riesigen Krater im Meer gesprochen. Ne? Aber das Meer ist nicht der einzige Ort, wo wir Menschen Krater hinterlassen. Wir machen auch den Regenwald kaputt. Ja? Er sagt, man sieht ja ganz gut, da waren irgendwelche Wege im Wald und wo der Rest übrig geblieben ist, da waren auch Bäume. Das ist ein Foto aus dem Regenwald. Wir hören ja immer, der Regenwald wird abgeholzt und das ist nicht gut für den Planeten. Und was wir Menschen machen ist, wir machen ganz, ganz, ganz viel Regenwald weg. Wir brennen den ab. Da ist irgendjemand warum? Für Viehhaltung, für das Essen, für Futter für die Tiere, die wir danach essen wollen. Ne? Wenn wir Kühe essen wollen, dann brauchen die was zu essen. So, und wir brennen da ganz viel von diesem Regenwald weg. Und das ist ein großes Problem, warte, ich komme gleich zu dir, weil die Tiere, die da eigentlich normalerweise vorher gelebt hätten, die müssen jetzt in diesem Wald, der noch übrig ist, und die müssen sich dann mit den anderen den Platz teilen. Und wenn es da richtig eng wird, dann irgendwann wissen die gar nicht mehr, was die tun sollen. Und man sagt, dann schlagen die zurück. Wenn da zum Beispiel ein Tier krank wird, steckt es das andere an. Und was auch passieren kann, ist dann sowas wie Corona. Ihr habt ja alle von Corona gehört, denke ich mal, ne? Ja. Corona ist eine Zoonose. Das Wort Zoo kennt ihr von Tieren aus dem Zoo. Und eine Zoonose ist eine Erkrankung, die von Menschen auf Tiere und von Tiere auf Menschen gehen kann. So wie bei Corona. Und je mehr Platz wir den Tieren wegnehmen, je enger es wird, desto öfter passiert es auch, dass Krankheiten von Mensch auf Tier oder von Tier auf Mensch überspringen. Das sind wir, die den Tieren ihren Lebensraum wegnehmen. Was ich noch sagen wollte zu dem Thema Wald abholzen, ist, ein paar Millionen Bäume werden auch für Papier verschwendet. Das ist eine sehr gute Sache. Er sagt auch, ein paar Millionen Bäume werden auch für Papier verschwendet. Na, weil wir so verschwenderisch mit dem Papier umgehen und ständig neue Blätter nehmen. Was brauchen wir? Mehr Bäume zum Atmen, ne? Ja, weil genau. Die Bäume produzieren die Gase von den Autos oder die Gase aus der Luft durch den Sauerstoff. Ja, ich habe es genau hier abgebildet. Also wir haben uns nicht abgesprochen. Ja, aber du hast genau das erzählt, was ich jetzt gerade erzählen wollte. Und zwar ist es so, dass normalerweise die Bäume, die sind richtig cool. Die nehmen CO2, das ist das, was du gerade gemeint hast, die Gase von den Autos oder was die Firmen produzieren, was wir auch ausatmen, das nehmen die Bäume auf. Und weil die so cool sind, machen die daraus was? Ich glaube, H2O heißt das. Das ist Wasser. H2O ist Wasser. Aber was machen die Bäume aus dem CO2? Was brauchen wir, damit wir existieren? Sauerstoff. Sauerstoff machen die Bäume normalerweise aus dem CO2. Das Problem ist, wenn wir die Bäume abbrennen,
dann produzieren die CO2. Also die Bäume machen dann das, was normalerweise die Firmen und die Autos machen, weil beim Verbrennen entsteht ja dieser ganze Rauch. Das heißt, anstatt dass wir die Bäume da lassen, damit die Bäume uns Sauerstoff geben, holzen wir sie ab und sie produzieren sogar noch CO2. Ziemlich uncool. Ich glaube nicht nur, dass wenn wir keine Bäume mehr haben, dass wir dann nicht mehr leben können. Ja, auch in der Luft, aber auch zum Beispiel, wenn in so einem Wald, so, keine Ahnung, ein paar viele Wegnester sind, genau, ich muss mich ein bisschen beeilen wegen der Zeit. So. Also, der hat gerade gesagt, die Bienennester werden zum Beispiel ausgeschaut. Also, wir töten noch andere Arten. Das können wir gleich besprechen. Ich komme gleich nochmal zu dir. Pass auf, das Letzte, was ich noch zeigen wollte, ist ganz wichtig: Wenn wir den Tieren was zu essen geben, weil wir wollten ja wissen, warum brauchen wir denn so viel Land? Warum brauchen wir denn so viel Tierfutter an? Und wenn wir jetzt keine Tiere essen und alle Veganer werden, dann müssen wir alle Pflanzen essen und dann essen wir ja auch die Pflanzen auf. Aber das stimmt nicht so ganz, weil wenn ich einem Tier was zu essen gebe, dann braucht das Tier das Essen ja nicht dafür, dass ich Fisch, Fleisch, Eier, Milch oder Käse esse, sondern das Tier isst, um selber zu leben. Wenn ich jetzt so einem Tier 5 Säcke Futter gebe, Pflanzen, die wir selber essen können, dann wird das Tier einen Sack benutzen, um zu atmen, denn Atmung ist anstrengend. Das Tier wird einen zweiten Sack verwenden, um zu denken. Ihr wisst alle, wie anstrengend Denken ist, ne? Und wenn so ein Tier in der Massentierhaltung lebt, dann sogar noch mehr. Den dritten Sack wird das Tier verwenden, um Knochen auszubilden und Knorpel, alles Dinge, die wir Menschen gar nicht essen. Und den vierten Sack wird das Tier benutzen, um Stoffwechsel zu betreiben. Stoffwechsel ist zum Beispiel Essen, Umwandeln in Kot und Urin, dann geht es wieder raus. Oder Atmung, das ist Stoffwechsel. Das heißt, am Ende wird nur ein Sack verwendet für Fisch, Fleisch, Eier, Milch, Käse, nur einer. Das bedeutet, wenn wir jetzt entscheiden können, ob wir ein Burger-Patty aus Rindfleisch essen oder einen Burger aus Linsen, dann brauchen wir für den Rindfleischburger 5-mal mehr Land. Und wir brauchen 5-mal mehr Wasser, um die Pflanzen da anzubauen. Wir müssen 5-mal mehr Regenwald abholzen. Macht das Sinn? Überhaupt nicht. Und das als letzte Info wollte ich euch noch mitgeben, dass immer noch in den Ländern, wo wir unser Futter anbauen lassen, das sind die Länder, wo immer noch Kinder verhungern. Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind unter 5 Jahren an den Folgen von Hunger. Und meistens genau dort, wo wir unser Essen anbauen. Und deswegen bin ich vegan. Macht Sinn, oder? Ja. Genau. Dann bedanke ich mich. Wenn ihr morgen hier seid, dann kommt mal an meinen Stand, da gibt es noch viel mehr tolle Infos und für die Lehrer und Lehrerinnen. Ich gehe ja auch in Schulen und in Kitas, ne? Und mache mit den Kindern eben genauso Sachen und ich komme auch gerne an eure Schule. Dankeschön.